Hör mit dem dritten Ohr, mit dem dritten Ohr. Wir bedienen jetzt die Schalthebel. Ich hab in Holland gewohnt und kenn Waldwege über die Grenze. Junge, ich fahr ein halbes K Ganja im K meiner Ma. Hinten drauf Christenfisch aufkleber, dann geht das schon klar. Doch ich ließ Ticken schnell sein, denn ich sah nicht ein, dass ich mich danach richten soll, weil andere Leute kiffen wollen. Aber trotzdem bin ich froh, dass welche es machen. Aber am liebsten wär mir es gibt legal was zu puffen. Wie auch immer, Hase kann erstmal im Wald hoppeln. Davon bin ich am nächsten Tag immer zu verballert. Ich rauch grad gutes Standard. Und je älter ich werde, desto weniger brauche ich. Auch Pulver wandert hier um die Straßenecken. Unter belegten Käsebrötchen in Tüten vom Sparbäcker. Typen, die dich für 10er töten, du Star-Rapper. Vorbei an deine Eltern, wenn sie einkaufen gehen. Drogen überall im System, du kannst nicht aufhören, sie zu nehmen. Es ist immer so, wenn sie mich sehen. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass die Security mich im Auge hat. Ich bin so ein lieber Mensch, aber glaube fast, ich wirke auf andere gefährlich. Ehrlich, ich bin Loco-Ups, denn mein Leben ist Freistil. Und ich nehme mir ein Beispiel an den Verwirklichern Tai Chi und Yoga Masters. Diese Qualitäten sind für mich Maßstab. Ich halte das Mic in den verschiedensten Asanas. Hasta mañana. Hustler von Jempel sind im Haus. Bo, bo, bo. Killer von Willytown im Haus. Bo, bo, bo. Lokos von Billstedt sind im Haus. Bo, bo, bo. Check die Pauli Piraten im Haus. Bo, bo, bo. Digga ist Altona im Haus. Bo, bo, bo. Kennex von Stalzop sind im Haus. Bo, bo, bo. Muchachos von Habu sind im Haus. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Ninjas vom Webeck sind im Haus. Bo, bo, bo. Bodies aus Mitte sind im Haus. Bo, bo, bo. Schogune von der Kluse sind im Haus. Bo, bo, bo. Check die kalbe Banger hier im Haus. Bo, bo, bo. Digga ist Dickenbeck im Haus. Bo, bo, bo. Buckesfeld, Grüße gehen hier raus. Bo, bo, bo. 5-8, Stadt des Lieds im Haus. Englischsprachige Autoren machen auf den Gleichklang der Worte I, EYE gleich Auge und I, großgeschriebenes I gleich Ich aufmerksam. Wenn man sie außerhalb des jeweiligen Zusammenhanges hört, kann man sie nicht unterscheiden. Krishnamurti schrieb, das Auge sagt Ich. Und der Paläolinguist Richard Fester hat nachgewiesen, dass die Worte für Auge und Ich in hunderten von Sprachen bis hinunter nach Afrika und hinüber nach Polynesien auf die gleiche Wurzel zurückgehen.